Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's und ich wünsche euch auf alle Fälle schöne Weihnachtstage, genießt die Weihnachtstage mit eurer Familie, genießt das Zusammensein und vor allen Dingen vergesst das scheiß Jahr, wie schon gesagt, es kann nur besser werden und wir gucken uns heute Türchen 24 an von Gewitter im Kopf. Nee, 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 nee. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir machen heute nochmal ein Video auf Omegle TV. Hat uns sehr gefreut, dass die letzte Folge so gut bei euch angekommen ist. Deswegen genau. Haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze einfach nochmal, weil es uns so viel Spaß macht mit euch. Ich kenne ja noch andere Videos und ich muss dazu sagen, ich habe damals auf Omegle TV habe ich mal reingeguckt. Und dass die Seite noch nicht gesperrt ist oder sowas, ne? Also was ich... 80% irgendwie Penisse, 10% nacksche Frauen und 5% Leute, die vielleicht eine ganz Rene sind im Kopf und 5% dann wirklich normale. Ich glaube, es hat sich ein bisschen geändert, aber es war damals echt schlimm. Und zu interagieren. Okay, let's go. Hallo. Hi. Gesicht. Alles cool bei euch? Ja, oh mein Gott. Ja, jetzt seid ihr in unserem Video drin für immer. Videos, das sind immer die lustigsten. Dankeschön, das freut uns. Ja, geil. Sie hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und jetzt feiern wir. Oh, alles Gute nachträglich. Dankeschön. Alles Gute zum 12. Ich hatte auch vor fast einem Jahr Geburtstag, ja. Alter, meine Schwester ist voll ein Fan von euch. Also die guckt wirklich immer eure Videos und dann sagt sie mir so, oh, guck mal. Und muss sie immer so lachen, das heißt auch immer meine Mutter. Cool, das freut uns echt mega. Das war echt süß. Ja. Ich frage mich, ob das auch Leute bei Mondes Video so machen. Guck mal, Mami, guck mal. Also jetzt nichts gegen Monde, ne? Monde gucke ich ja auch voll gerne. Mal so zwischendurch. Aber ich stelle mir das bei, bei ihm so übers geil vor, wenn er gerade am Stream ist, ne? Und guck mal, Mama, Montana Black, guck mal, was er da gemacht hat. Stelle ich mir eigentlich so übel. Oder bei Tanzverbot oder Excel. Stelle ich mir das auch voll witzig vor. Oh mein Gott. Meine Oma zum Beispiel hat damals Beatsmith voll gerne geguckt. Das ist richtig krass gerade. Ich liebe eure Videos. Oh, danke, das freut mich. Du siehst aus wie meine Mutter vor 30 Jahren. Die sich freuen. Ja, ist echt ja, so. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Hm. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Oh, ja. Mega. Ja. Echt? Krass. Du bist eigentlich eher Grinch-Fraktion, ne? Ja, schon. Also ich mag die Jahreszeit voll gerne, aber an dem Fest fühle ich halt nur so sehr, dass man an dem Tag so die ganze Familie und so den engsten Kreis trifft. Ja, das finde ich aber auch am schönsten. Und dann wird sich richtig zugeschüttet. Ja, das ist eigentlich schön. Bis auch die Oma voll in der Ecke liegt. Weihnachten bei den Zimmermann. Oh mein Gott! Hi! Hi! Was wart ihr gerade am Essen? Haben wir gestört? Nein, wer ist denn die hier? Die mag ich auch gerne. Was war das? Das ist halt so salzig-pfeffriges Gewürz. Ich frage mich ja immer noch, ne, wenn die zwei Jungs natürlich auf der Seite unterwegs sind, melden sich natürlich extrem viele an. Aber ich frage mich trotzdem, ob die das Video schneiden und ob im Stream mal etwas andere, unangenehmere Sachen passiert sind. Wie schon gesagt, es gibt ja dann wirklich so Leute, da siehst du vielleicht einen Regenwurm kurz mal, der, wie soll ich das erklären, der, tot gequetscht wird und da kommt eine weiße Substanz raus. Ich lasse es lieber. Ich erkläre euch das lieber. Das ist gut. Das ist lecker für dich. Lecker gut gegen deine Akne, du. Ja. Also ich esse die auch gerne. Zu Weihnachten tischt Join so richtig auf. Peinliche Situation und habe ich eigentlich diesen Schlüssel in der Tasche? Weißt du, was das für ein Schlüssel ist? Okay, guck gleich den Schlüssel an, Storytime. Ich wohne seit fast 2 Jahren nicht mehr zu Hause. Hey, warte mal. Und als ich noch zu Hause gewohnt habe, gab es mit meiner Mutter mal eine
echte Diskussion darüber, wer den Schlüssel für das Kellerschloss verloren hat. Das ist mein Kellerschlüssel. Das ist mein Kellerschlüss. Sollen wir das mit Marion ausdiskutieren? Ja, das machen wir. Das war damals sofort die Krise bei uns zu Hause, weil ich habe den Kellerschlüssel verloren. Und jetzt weiß ich, wo der ist. Die haben extra das Schloss ausgetauscht. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist mein Kellerschlüssel. Ja, lassen wir das. Das bedeuten, sag ich. Oh mein Gott! Hallo. Hallo. Ich schaue mir immer deine Videos an, deine Videos. Wie geht's euch? Uns geht's super. Der hat meinen Schlüssel geklaut. Doch, du hast ihn geklaut. Nein. Mir ist übrigens schon mal passiert, true fucking story, ich hab's mal hinbekommen. Wir hatten bei uns, der Müll ist bei uns immer so abgesperrt gewesen. Ich hab das heute scheiß hinbekommen. Ja, dass ich den Schlüssel da dran gelassen hab. Ne, ich hab den Müll weggebracht und der Schlüssel, den hab ich da dran gelassen. Und ich hab mich so gewundert, so, weil ich dann unten geklingelt. Also ich hab dann geklingelt, dass ich reinkomme, aber ich hab mich dann so gewundert, hä? Kann doch gar nicht sein. Ich musste ja irgendwie den Müll da reinbringen. So. Und dann bin ich da hingerannt und da war der Schlüssel weg. Den hat wirklich schon einer direkt mitgenommen. Innerhalb von einer halben Minute hat den einfach einer mitgenommen. Und musste ich so die Vermieter anrufen und haben die mich so gefragt, haben sie den Schlüssel innerhalb von 50 Kilometer verloren? Ich so, nee, habe ich drüben ganz weit weg, mindestens 600-700. Und die haben mir das geglaubt. Weil ich glaube, sonst geht das in die Versicherung rein und wir hätten das alles selber bezahlen müssen. Und so ging das in die Versicherung rein. Ja, war sehr unangenehm. Vor allem wirklich, ich habe den Schlüssel, keine Ahnung, nicht mal eine halbe, 10 Sekunden oder so außer Augen gelassen und auf einmal war der weg, ey. Du hast diese geklaut und zur Strafe erfahren die jetzt die Geschichte von der Roten im Bootshaus. Seid ihr schon in weihnachtlicher Stimmung? Ja, schon. Ein Heiligabend mit der Familie hart feiern, bis die Oma in der Ecke schläft. Ja. Oh, hi. Hi. Hallo. Na? Was geht bei euch ab? Alles gut? Ja, klar. Und bei dir auch. Endlich habe ich mich. Das ist oh, ich bin so glücklich. Oh, das freut mich. Hallo. Ey, ich finde euch so cool, gell? Oh, danke schön. Ich guck fast jedes Video von euch, gell? Also, wenn ich es nicht jeden Tag angucke, aber dann gucke ich es am nächsten Tag an. Also, Dankeschön. Mein Leben geht gar nicht mehr ohne euch. Oh. Also, das ist echt. Hi. 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 Na, alles. Niemals. Moin, Meister. Ich schwöre, ich wusste nicht mehr, dass ihr auch mitgefahren habt. Ich auch nicht. Also, wir haben das vor ein paar Tagen zum ersten Mal aufgerufen und ja, da waren irgendwie so ein paar komische Leute zu sehen am Anfang. Ich schwöre, es gibt so komische Leute. Mörder. Ja, komisch als der. Ist es... Sonst, wie geht's euch? Wie läuft YouTube? Aber ich frag mich auch immer, wieso dann die meisten, die wissen ja, dass hier so übelst komische Leute unterwegs sind, wieso gehen die dann auf die Seite? Also ich habe so das Gefühl, die meisten wollen einfach komische Leute treffen, weil die selber vielleicht komisch sind. Deshalb bin ich auch jeden Tag da, 24/7. Also die Cam ist immer da, wenn ich schlafe, mache ich die dann neben meinem Bett und sowas. Muss man mal oder man müsste mal so ein Video machen, wo ich einfach so da sitze und einfach nichts mache. Oder so. Nee, gut, Pandemie kann ich nicht. Läuft alles super. Auf jeden. Dass man aktuell leider nicht so viel machen kann, vor allem draußen nicht. Ja, durch den Lockdown ist absolut widerlich. Ja, Mann. So beschissen. Du vergisst den Faktus ab. Also ich feiere euch wirklich unglaublich. Ich habe schon seit dem ersten Interview, glaube ich, mit seiner Mutter zu krank. Seitdem feiere ich, glaube ich, zu hart. Meine Mutter ist auch echt krank. Halt's Maul! Ich habe gar nichts gesagt. Noch gar nichts gesagt. Halt dein Maul. Wein. Cheers! Oh mein Gott, ich weine gleich, ich muss auf Toilette gehen. Nur das Film, Alter. Das glaubt mir doch keiner, Alter. Ich glaube, das wäre auch nicht. Die Frau in der Mitte hat Stil, die säuft aus der Flasche. Ja, und sonst, was macht ihr außer gerade ein Video quasi aufnehmen? Ich weiß überhaupt nicht. Prösterchen!
Alter, ich frag mich echt, was die machen. Das ist doch bei denen so ein normaler Abend, ne? Sich alle auf ein Bett flanken und dann hier Wein trinken, ne? Warum nicht? Ich bin schon 10-mal gelogen, dass es Cola ist, aber es ist keine Cola. Das ist Cola. Cool. Alter, Jan trinkt immer nur Cola, während wir drehen. Das ist Dornfelder, wie in jedem Livestream. Ey, was? Ey, mein T-Shirt ist groß, warte. Ja, das sieht aber keinen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, warum hier? Ist sie wirklich draußen? Ja, warte, hör einfach jetzt. Was? Nein, die geht nicht mehr rein, Alter. Oh mein, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da wird irgendwie ein Trauma wieder hell bei mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt Screenshot in 3, 2, 1. Dankeschön. Danke. Boah, gerne. Schönen Abend euch. Wir wünschen euch einen ganz schönen Abend und eurem Freund mit seinen Beinen alles Gute, ne? Ja, ja, danke. Danke. Sehr, sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Grüßerchen. Hi. Hi. Hallo. Heute zeige ich euch, wo ich mit sag meinen kleinen Elfen alle Ist die Seite für anonyme Alkoholiker oder was? Irgendwie jeder hat irgendwas in der Hand. Ich habe kein Alkohol hier. Na gut. Monitorreiniger. Jungs, was treibt ihr hier überhaupt? Wir machen einen YouTube-Kanal. Ja. Und sind hier unterwegs, um mit ein paar Abonnenten zu quatschen. Korrekt. Das ist eine super soziale Sache. Ich meine, ich kann mir vorstellen, heutzutage bei YouTube, wenn man einen großen Kanal betreibt, hat man nicht groß die Möglichkeit, mit denen irgendwie zu socializen. Ja, ist leider ein bisschen schwierig, ne, durch die Masse halt. Aber wir versuchen halt immer so viel mit den Leuten. Hat er mich gerade fett genannt? Ey, komm, jetzt also, wenn ich mal direkt fragen darf, so an sich, gibt es dann bestimmte Coping-Mechanismen, wie du quasi mit deinem Tourette umgehst? Also wird dir beigebracht, dass du den Tourette quasi von deiner Persönlichkeit komplett absondierst und sagst, okay, ist kein Teil von mir. In Bezug darauf haben wir auch einen sehr humorvollen. Boah, kann er das noch komplizierter erklären? Wird mein Tourette-Syndrom Gisela genannt. Gisela, okay. Ganz humorvoll so getauft, um halt das zu verdeutlichen, wo da der Unterschied liegt. Dass halt die Ausrufe, vor allem wenn sie beleidigend sein sollten, dass es nicht von mir kommt, nicht meine Denkweise widerspiegelt. Ja. Das wird auch eine sehr interessante Frage. Wie reagieren eure, ich nenne es mal, jüngeren Zuschauer auf an sich diesen Konfrontierung mit dieser Krankheit oder mit dem Syndrom? Also die Leute, die uns da mitverfolgen, die reagieren da durchaus interessiert drauf, stellen auch immer wieder viele Fragen. Viele Fragen wiederholen sich auch, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Ich finde, wenn man Aufklärung betreiben möchte, dann gehört es auch dazu, die gleichen Fragen sehr häufig erneut zu beantworten. Ich wünsche noch einen schönen Abend, Jungs. Schönes Wochenende. Oh, Ostern, mein Lieber. Ja. Und frohe Weihnachten, alles klar. Genau. Haut rein, Jungs. Macht's gut. Ciao. Ciao, macht's gut. Tschüss. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit unserem nächsten Teil von dem Kanal. Boah, der hat manchmal so übelst krass gesprochen, so. Ne, der hätte das irgendwie auch ein bisschen einfacher erklären können. Ich finde, das war wieder ziemlich cool. Es war echt ziemlich cool. Es hat uns mega gefreut, dass wir euch gesehen haben. Ich finde das immer cool, dass wir euch einfach mit so einer Kleinigkeit so eine Freude machen können. Und uns selber macht es auch so unheimlich viel Spaß, mit euch zu reden und mit euch in Kontakt zu treten, weil wir dann endlich mal wieder die Möglichkeit haben, so unseren Content auch auf euch zu beziehen, weil ohne euch hätten wir das alles nicht und wir die Kiesel, die meisten von euch wissen werden, versuchen wir immer, euch in den Content einzubeziehen, machen Umfragen und eben auch durch sowas freut uns das umso mehr, wenn man euch mal in live sehen kann. Deswegen Leute, wenn euch dieses Format gefällt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Jan und ich haben mega, mega Spaß an der ganzen Sache und schreibt uns das in die Kommentare. Wir freuen uns über jedes Kommentar, was ihr uns schreibt und jeden Aufruf, den wir auf unsere Videos kriegen. Vielen, vielen Dank dafür. Schönen Abend euch noch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Ja, war mal wieder ein sehr, sehr cooles Video. Ja, ich merke schon irgendwie, das ist so ein Club für die anonymen Alkoholiker. Irgendwie jeder hatte irgendwie, also was hier los war, ich freue mich so, dass ihr da seid. Das fand ich irgendwie cool. Coole Reaktion. Den fand ich irgendwie auch cool. Der war mir zu gebildet. Nein, war ein cooles Video wieder. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.